Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Sneak Peek Update Video. Wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, gestern Abend nach dem Mittags schon das Update oder die Update-Informationen für die neuen zwei Kisten rauskam. Das alte Video verlinke ich euch hier, falls ihr die zwei Kisten noch nicht gesehen habt. Das Video mit den zwei Kisten noch nicht gesehen habt, könnt ihr es oben einfach anschauen und anklicken. Das andere Update, was dann gestern Abend um 11 Uhr abends auf finnische, beziehungsweise helsinkianische Zeit, wenn man so nennen will, rausgekommen ist, beziehungsweise der Sneak Peek für das nächste Update, ist, dass wir 4 weitere neue Karten bekommen. Und auf diesem Bild, was ihr sehen könnt, sieht man, dass das 2 legendäre Karten sind und dann halt 2 Karten, wo wir nicht wissen, ob sie episch, rare oder common Cards sind. Das sehen wir eben anhand der Form und Farbe nicht. Aber die zusätzlichen Informationen, die wir dazu haben, sind, dass es definitiv die nächsten 3 Karten, die wir noch nicht released haben, nicht unbedingt sofort gibt mit dem Update, sondern das wird so sein, dass alle 2 Wochen eine neue Karte rauskommt. Das heißt, sie probieren jetzt quasi nicht mal auf einen Schlag 4 neue Karten in die Beta reinzuwerfen, sondern es gibt jetzt mit dem nächsten Update das Mega Minion. Das ist das erste, die erste Karte, die sie schon released haben in dem Sneak Peek. Und dann eben noch 2 legendäre und eine andere Karte. Und die werden jetzt über den Zeitraum der nächsten 6 Wochen in einem 2-Wochen-Zyklus immer neu eingeführt. Ich persönlich finde die Idee ganz cool. Dadurch shiftet die Meta ein bisschen mehr so und ist nicht einfach nur so tschack. Also verändert sich nur einfach nur nicht nach einem Schlag, weil 4 neue Karten dazu kommen, sondern dadurch, dass immer eine neue dazu kommt, finde ich, balanciert sich das alles ein bisschen anders und gestaltet sich irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, interessanter. In den Forum-exklusiven Informationen steht, dass wir bald die Möglichkeit haben werden, in den Freundeslisten zu sehen, ob deine Freunde online bzw. offline sind. Außerdem werden wir bald in den Freundeslisten die Möglichkeit haben, unsere Freunde anzugreifen bzw. einen Battle durchzuführen. Das heißt, du musst nicht mehr im selben Clan sein, um gegen jemand anderen zu kämpfen. Des Weiteren kannst du dort auch, wenn er online ist und gerade einen Fight durchführt, einfach draufdrücken und ihm dabei zuschauen. Wir sind jetzt einfach mal schnell in einen Testkampf reingegangen und schauen einfach mal, wie der Unterschied von der Visualisierung einfach nur von dem Mega-Minion zu der Minion-Horde bzw. der Lakaien-Horde aussieht. Ihr seht, der sieht ziemlich geil aus eigentlich. Krass, hat so riesig Armor an den Seiten und wir interessieren uns gar nicht dafür, wie viel Schaden wir da jetzt bekommen. Ich setze jetzt hier gerade, glaube ich, einfach nur mal mein Mega-Minion, der eigentlich echt ganz gut durchrusht. Hat bisher noch keine Hitschaden bekommen. Ich habe mir noch gar keine Informationen dazu angeguckt. Ich gucke gerade das erste Mal, wie das so aussieht. Okay, von den Hitpoints, den 8er King Tower. Ja, der hält schon ordentlich was aus. Und dann fällt da hinten was runter. Ich glaube, sein Helm fällt runter, wenn er stirbt. Wenn wir jetzt alle mal nebeneinander sehen. Minion-Horde, die kleine und das Mega-Minion. Und sieht man jetzt auch nochmal von den Hitpoints. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hits. Von beiden Turrets zusammen. Das ist schon relativ strong. Für einen Minion, Flugobjekt, also eine weitere, ich würde sagen, wie der Drache, nur eben keinen Flächenschaden und einfach eine schnellere Angriffsgeschwindigkeit. Interessante Einheit. So, da schauen wir uns nochmal ganz kurz die Informationen an. Ich habe hier das Mega Lakai oder das Mega Minion auf Stufe 7. Das ist eine seltene Einheit, ist stark gepanzert und kann fliegen, was wohl seine Schwäche ist. Cupcakes. So, 695 Trefferpunkte, 285 Schaden, Luft und Boden, Reichweite, Schaden pro Sekunde, mittelschnell. Ja, das ist doch ganz schick. Mega Lakai. Und natürlich darauf, worauf wir alle gewartet haben. Ich habe es gestern schon mal nicht angedeutet, aber ich hatte das Gefühl, dass es passiert, weil wir so ein bisschen von den lieben Supercell-Leuten gehört haben, dass sie daran sind, die Funktionen der Turniere umzuarbeiten. Und wenn wir uns das mal anschauen, es gibt jetzt die Herausforderung, einmal die große Herausforderung und die klassische Herausforderung. Hallo. 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 Okay. Ich bin gerade am Clash Royale aufnehmen. Was bist du? Clash Royale am Aufnehmen. Und das sind die Herausforderungen, die große Herausforderung, die klassische Herausforderung. Und das Ganze funktioniert einfach so, ihr drückt quasi auf eine Herausforderung drauf, da steht mehr Siege, größere Preise. Auf den Informationen seht ihr, was ihr dafür bekommt. Und dort seht ihr, was ihr aktuell dafür, also ein bisschen was euer garantierter Preis ist und was der Hauptpreis ist, wenn ihr 12 Siege hintereinander schafft. Man kann es so ein bisschen, ich finde, man kann es tatsächlich so ein bisschen damit vergleichen wie Hearthstone Arenenfights. Und wenn wir ganz oben auf Informationen gehen, mehr Siege, größere Preise. Mit jedem Sieg bei einem Herausforderungsturnier wird dein Preis größer. Nach 12 Siegen erhältst du den Hauptpreis. Nach 3 Niederlagen endet deine Herausforderung und du hältst deinen Preis. Das heißt, wenn ihr 2-mal gewinnt, 3-mal verloren habt, dann kriegt ihr eben nur so viel, wie ihr... Ja, kommt drauf an. Das steht ja dann dabei. Jedes Mal, ich kann euch das gleich zeigen. Und dann gehen es die ganz normalen Turnierregeln.
So, wir gehen einfach mal in die große Herausforderung rein und schauen uns an, was es dafür gibt. So sieht es aus, wenn ihr einmal gewonnen habt, dann steht da ein Sieg. Ihr seht hier, Karten erhöhen sich und ihr bekommt euren, dadurch, dass ihr einmal gewonnen habt, bekommt ihr 1900 Gold und 30 Karten. Wenn ihr jetzt nochmal gewinnt, springt das Ganze auf 2. Ihr kriegt das, was unten steht, mit nächstem Sieg oben drauf gerechnet und jetzt sind es nochmal 2550 Karten. Und so würde das dann aussehen, wenn ihr 12-mal hintereinander gewinnt, beziehungsweise 12 Gewinne macht. Ihr könnt ja auch 2-mal verlieren, ihr dürft dann halt nur nicht insgesamt 3-mal verlieren. Dann regnet das da von ganz oben und ihr bekommt eine schöne Kiste geschenkt. Und diese Kiste ist die größte Kiste, die ihr in einem Herausforderungsturnier gewinnen könnt. Eine große Kiste. Kann man auch machen. Es gibt weiterhin die normalen Turniere, wie wir sie kennen. Allerdings hat sich dort ein bisschen was verändert. Es gibt nicht mehr so viele Sachen, die man sich aussuchen kann. Das heißt, die Dauer ist 1 Stunde, die Vorbereitungszeit sind 2 Stunden. Dort kann man tatsächlich zurzeit nichts dran ändern, soweit ich das zumindest sehe. Und es gibt nur noch 4 verschiedene Stufen. Also einmal für 100 Gems, 500 Gems, dann für 2000 Gems und für 10.000 Gems. Also keine für 120.000 Gems mehr. Interessant. Ich persönlich weiß jetzt nicht genau, was die ganzen Ligen machen werden und schon wirklich richtige Turnierserien dafür machen. Also sehr interessant, was da noch auf uns zukommt. Gerade ist noch eine Information durchgekommen, die exklusive Forumsinformation, dass wenn ihr jetzt in einer Crown Chest, in einem Progress drin seid, zum Beispiel 9 Kronen gesammelt habt, einen 3-Star bekommt oder einen 3-Kronen-Angriff macht und deswegen ja theoretisch euch 2 Kronen verloren gehen, ist es jetzt so, dass ihr quasi eure Krone bekommt, eure Kronenkiste bekommt, die bis auf 10 aufzählt und die 2 überflüssigen Kronen, die sonst normalerweise einfach gevanished sind, werden jetzt in den Progress für die nächsten Kronenkiste mit eingezählt. Und das war's dann soweit mit Clash Royale Update für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt auf jeden Fall mein 27-minütiges Pokémon Go Video aus, was vorhin rausgekommen ist. Da habe ich mir ziemlich viel Mühe beim Schneiden gegeben, war in Koblenz unterwegs und habe einen Aerodactyl gefangen. Unter anderem. Und ein Dragonier und Pinsir und Kleinstein und Dratinis. Richtig, richtig krasse Folge und macht richtig Spaß, da zuzuschauen. Also auf jeden Fall auch auschecken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut morgen wieder vorbei. Ich bin raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.